Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge für euch aus dem Ambiente, was ihr kennt. Ich mache mich morgen wieder auf dem Weg nach Frankfurt oder am Freitag. Schauen wir erstmal, aber zwei Sendungen muss ich heute von der Palette kriegen. Also die erste Sendung, die wir heute machen, das ist natürlich die Sendung heute mit den Vielflieger News. Frisch gepresste Themen haben wir. Delta ist ja in Seattle so ein bisschen vorne am Bugrad am Fackeln gewesen. Da gibt es jetzt Filmaufnahmen. Wir werden das nochmal uns angucken, was da passiert ist. Weiter haben wir Lufthansa. Die haben ihre vier Maschinen und auch nicht die Swiss. Ich weiß gar nicht, warum ich damals Swiss gesagt habe. Die sind ja auch nicht in Europa. Das ist ja Eurowings. Aber nun gut, auf jeden Fall sind die in Brüssel zusammengetroffen und bei den Gesprächen gab es dort vom Lufthansa-Vorstand so ein bisschen, naja, wie sollen wir es nennen? Ich habe es im Titel benannt, Lufthansa unzufrieden mit der europäischen Luftfahrtpolitik. Das werden wir uns angucken. Dann haben wir die erste 787 von Austrian Airlines, die in Wien gestern ja wieder zurückgelandet ist, auf den Kurzstreckenbetrieb vorbereitet wird. Die fliegt ja dann so ein bisschen rum. Wir haben Boeing, die haben... Ja, ich glaube, die Schaustellung des, ja, wie sollen wir es nennen? Die haben halt sich nicht an die Auflagen der Regierung gehalten und das kurz vor Ablauf der Auflagenfrist. Wie doof, jetzt wird das Verfahren wieder eröffnet wegen der zwei Abstürze der 737 MAX. Wir haben dann Eurowings natürlich auch ein neues Thema. Die haben den ersten 320er, der nicht in Deutschland registriert ist. Thematisch werden wir darauf ein bisschen eingehen. Wir haben dann Southwest Airlines, eigentlich eine Billigfluggesellschaft, die so ein Hidden Champion der Verbraucherschützer ist, wegen der Hidden Fees Policy, die in den USA jetzt kommt von der Biden-Administration. Und sollen wir noch irgendein Thema machen? Ja, Flugzeuge, wenn sie in Filmen erscheinen, gibt es ein Problem mit der Beleuchtung, was keiner so wusste. Wir hatten es ja auch in der Folge mit dem 320er, wo ein Fenster rausgepöppt ist, es gab da wohl mehr Vorfälle. Jetzt seid ihr dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, aber auch zu kommentieren. Und ich habe einige Kommentare schon bearbeitet. Ich habe nicht alles beantwortet, mea culpa, aber ich habe mir das vorgenommen, das jetzt auch demnächst wieder zu machen. Aber ich bin echt im Stress wegen der amerikanischen Kreditkarten. Es ist positiver Stress. So, denkt dran. Es geht los. Und zwar das erste Thema, was wir haben, ist Boeing. Und zwar hat Boeing gegen die Auflagen der Regierung verstoßen. Und damit ist der Deal von der Regierung wieder aufgeschnürt worden. Und zwar ist es so gewesen, dass man damals bei den Abstürzen der Lion Air und der Ethiopian Airlines 737 MAX der Boeing Auflagen gegeben hat. Und diese Auflagen waren eigentlich im Prinzip, dass man sich quasi bessert. Aber irgendwie bessern sie sich nicht, weil die Probleme werden immer mehr. Und die Antwort bis zum 13. Juni will man ihnen noch geben, aber das Verfahren ist halt jetzt wirklich eröffnet. Und da ist es halt wirklich so, dass man die Kritik hat, weil diese Zertifizierung der Flugzeuge irgendwie auch alles sehr merkwürdig anscheinend abgelaufen ist in Augen der Regierung. Und da möchte man jetzt halt wirklich nachbessern. Und gemäß der Vereinbarung ist es so, dass in den letzten Tagen der Trump-Administration Boeing eine Strafe von 225 Millionen Euro, das waren 243 Millionen Dollar, gezahlt hat. Und die Betrugsführer im Zusammenhang mit den Angaben werden dann halt nicht weiterverfolgt. Was auf der einen Seite natürlich eine Effizienzsteigerung ist, weil wenn man das Ganze durchklagen muss, dauert Jahre und Risiko auf allen Seiten. Und insofern ist es so, dass man sich geeinigt hat. Aber man hat sich da nicht an die Bewährungsauflagen gehalten. Und wie jeder straffällig gewordene mit Bewährungsauflagen, wird halt, wenn man sich daran nicht hält, piff, paff, fresse dick. Ne? So ist das. Und jetzt ist es so, dass die Sitze in den nächsten Loch durch einen glücklichen Zufall leer geblieben waren. Also von dem Türstopfenloch reden wir gerade. Und das zeigt dann halt, was da für Themen noch offen sind. Auch diese Geschichten mit der 787, die mit der 737 nichts zu tun haben, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, wo Leute auf dem Flugzeug rumgehüpft sind, um die Bleche dann passend zu machen, wenn sie nicht ordentlich gestanzt worden sind, hätte ich fast gesagt. Also auf jeden Fall ist es so, dass man natürlich die Produktion der 737 nicht weiter erlaubt, aus diesen Gründen. Aber das Problem ist, ich bin mal gespannt, ob da halt wirklich auch was gegen die FAA gemacht wird, weil im Prinzip, die waren ja irgendwie auch Handlanger in der Geschichte. Und da muss ganz klar etwas gemacht werden, dass dieses Thema halt dann von allen Seiten ordentlich bearbeitet wird und da dann auch wirklich
endlich mal eine Arbeitsleistung kommt, die dem entspricht, was deren Aufgabenbereich ist. Und ganz klar, FAA kontrolliert Boeing und nicht Boeing arbeitet für FAA und sagt dann der FAA, wir haben es alles gemacht und die FAA sagt, klar. Also das ist komplett Banane und ich gehe wirklich davon aus, dass diese komische Selbstkontrollsituation, die ja noch nie funktioniert hat, ehrlicherweise mal endlich komplett ausgemistet wird in allen Bereichen. Und ich fand das ja auch unheimlich bezeichnend, als man festgestellt hat bei der FAA, ja du, wir haben ja noch nicht mal die Kapazitäten, um das zu machen, weil wir haben gar nicht die Leute, die das können. Und das ist natürlich dann erschreckend. Also ich denke mal, dass man jetzt natürlich guckt, dass man die Compliance hat, dass das Flugzeug ordentlich designt ist, dass alles ordentlich implementiert ist und dann auch durchgesetzt wird und die FAA mal endlich anfängt, von dem anscheinend gegenüber Boeing zahnlosen Tiger in eine Raubkatze zu werden. Nein, also dass die endlich den Laden in den Griff kriegen. Und Boeing muss ehrlicherweise ja auch selber den Laden in den Griff kriegen. Also das kann ja wirklich nicht sein, wenn man das guckt. Also da sind ja Whistleblower unterwegs, die ja auch irgendwie, zwei, glaube ich, sind sogar verstorben. Umstände immer schwierig. Und da sollten wir uns mal anschauen. Deshalb die Frage des Tages, was soll man mit Boeing machen? Das ist der erste Teil der Frage des Tages. Ich habe heute drei Fragen für euch herausgearbeitet. So, jetzt gehen wir dann mit der Lufthansa. Und die Lufthansa hat auch herausgearbeitet, dass sie unzufrieden ist mit den Freunden in der EU. Geht da um verschiedenste Themen. Ab 2025 muss ja dieses sogenannte SAF, also Sustainable Aviation Fuel, in die Flugzeuge gepumpt werden. Aber Lufthansa hat mal ausgerechnet, dass wenn man in 2023 eine halbe Million Tonnen SAF hergestellt hat und dann 200.000 Tonnen alleine in Deutschland im kommenden Jahr eingepumpt werden soll, dann wisst ihr, wie das Ganze funktioniert. Nämlich gar nicht. Das heißt, es gibt gar nicht genug SAF. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und wenn wir dann weiterschauen mit den Themen, wo man ist, ist es so natürlich, dass ab 2030 müssen nach EU-Vorgabe 1,2% PTL beigemischt werden. Und da ist es halt so, diese Quoten werden verfehlt, da es nicht ausreichend diesen Kraftstoff gibt. In Europa sind aktuell nur 3 PTL-Fabriken in der konkreten Planung. Ja? Also das ist natürlich ein Riesenproblem, wo die Europäische Union noch mal ein bisschen nachgucken muss. Und allein deshalb müssen Fluggesellschaften mit Milliardenzahlungen rechnen, denn Lufthansa will das Ganze ja auch über diese Green Fares rausholen, hat uns ja damit mehr Meilen beglückt und mehr Statusmeilen. Aber es ist auch so, dass die EU-Kommission natürlich auch 20 Fluggesellschaften immer noch piesackt, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, oder soll man sagen, piesackt ist das richtige Wort, würde ich sagen, oder? Ja. Und sagt, dass eure Ökoversprechen halt nicht so sind. Ja, interessanterweise erklärt Lufthansa ja auf den eigenen Webseiten, wie grün man ist. Auf der anderen Seite erklärt man in Brüssel bei der, übrigens, das war ja die Aktion, wo die 4 Flugzeuge gezeigt worden sind, und zwar Yes to Europe. Und da kann man dann noch übrigens euch einmal das Bild zeigen, damit ihr auch seht, dass es das wirklich gibt. Und zwar ist das dieses hier. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt wieder hier... Da ist es, da seht ihr nämlich die Flugzeuge, da seht ihr im Hintergrund die Austrian, dann seht ihr die Eurowings, dann seht ihr die Brussels und die Hansens Maschine. Und interessanterweise ist die Brussels, weil sie ja keine Neo haben, ist eine Classic. Die anderen beiden sind Neos, wenn ich das richtig sehe. Und hat die... Nee, Brussels hat auch keine Antenne drauf für... Set, ne? Ist so. Ja. Also insofern, ihr seht, das gibt es. Und da ist es aber wirklich so, dass man jetzt da natürlich mit der EU unzufrieden ist. Und man hat auch in der EU einen Konsolidierungsdruck, weil Fluggesellschaften das alleine alles nicht mehr wuppen können, aus verschiedensten Gründen, nicht nur wegen Umweltschutz, sondern auch aus anderen Themen heraus, weil sie einfach nicht nachhaltig finanziell sind. Und da gibt es halt immer noch das Problem mit der ITA. Und Carsten Spohr hatte auch bezüglich der ITA gesagt, dass man die Langstreckengeschichte den Aktionären nicht verkaufen kann, wenn man da weitere Zugeständnisse macht. Und damit wäre der ITA-Deal für die Lufthansa auch sehr unangenehm. Und dieser Clinch ist halt wirklich ein Riesenproblem für die Lufthansa,
weil sie halt da irgendwie auch gefühlt nicht weiterkommen mit der ITA-Übernahme. Und ich denke mal, dass diese Yes to Europe-Geschichte, ja, ist am Ende des Tages, ist, dass wir wollen uns bei dir einschleimen-Geschichte. Ne? Also das ist halt eine, ist halt etwas, wo man ehrlicherweise sagen muss, ja, ist mehr Show als Go. Und wenn man jetzt auch noch weiter guckt, dass man jetzt, wenn wir die Europawahl haben, dass man dort halt auch bei den Gästen, EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, belgische Premierminister Alexander De Croo und die EU-Kommission schickte übrigens keinen hochrangigen Vertreter dahin, ne? Also nur so als Randbemerkung, halt wirklich eine einfach so eine Geste ist und so nach dem Motto, ja guck mal hier, wir wollen ja eigentlich und wir sind ja für euch und bitte unterstützt mich. Und das ist halt wirklich das Problem. Und ich glaube, dass man hier ehrlicherweise bei den 100 geladenen Gästen ja einfach nur Landschaftspflege betrieben hat, glaube ich, ist der Fachbegriff. Wer von euch politisch versiert ist, kann das gerne schreiben, wie es wirklich heißt. Ich glaube, es heißt Landschaftspflege. Und ich habe noch eine Sache, die ich auch lustig finde, ist halt Lufthansa-Chef Carsten Spohr gibt vielen Leuten Ratschläge, Boeing, EU. Vielleicht gibt er uns auch bald Ratschläge, ich weiß es nicht. Carsten M. aus S. Wie er leibt und lebt. Wir haben erst zwei Themen und wir sind hier schon erst beim dritten Thema. Also heute eine lange Sendung. Dafür hatte ich gestern keine. Also ihr werdet hier voll entschädigt für das Geld. Ich hoffe, ihr haltet durch. Und zwar ist es gestern passiert. Und zwar gestern ist der weiße Schwan in Wien gelandet. Und zwar ist das die Boeing 787, die da sich in Wien bereit gemacht hat. Und das ist die neue Maschine mit der Registrierung Oscar Echo Lima Papa Lima. Und das Flugzeug ist von Teruel gestern losgeflogen an Barcelona, Monaco, Venedig, Graz und dann in Wien. Und ist um 15.02 Uhr gelandet. Einen großen Teil der Strecke wird das Langstreckenflugzeug natürlich dort in einer anderen Flughöhe beschäftigen als jetzt. Aber es ist halt wirklich so, dass man noch mehrere Runden über Wien gedreht hat. Und dann wird er auf Kurzstrecken eingesetzt, um dann ab dem 15. Juni nach Nordamerika zu fliegen mit der Kabine und so weiter. Also ich bin mal gespannt, was damit passiert. Aber die Lima Papa Mike, das wird der zweite Flieger sein, der wird in Farbe kommen. Ja gut, ihr fragt jetzt, warum ist er weiß? Er ist weiß gewesen, weil man keinen Slot beim Lackierer gebucht hat, um da die Austin-Farben drauf zu lackieren, weil man hätte auch Lufthansa drauf lackieren können oder Swiss oder whatever, Eurowide. Ne? Hätte auch Discover draus machen können, also alles. Aber um da nochmal Druck aufzuarbeiten auf die Crews, die damals sich noch nicht geeinigt hatten, als es um die Lackierung ging und der Auftrag vergeben worden ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das passiert ist, aber wie mir intern gesagt worden ist von mehreren Stellen, danke nochmal an euch, ist das in der Tat so gewesen und auch kommuniziert worden. Selbst Honz in Österreich haben das so gesagt gekriegt, dass dem so sei unter der Hand. Ich habe es vorher schon von den Crews gehört und auch noch mal von jemandem, der mit Crew befreundet ist. Also hier jetzt endlich mal ein Happy End, um es mal so zu formulieren. Gut, gut. Dann gibt es aber kein Happy End in Anführungsstrichen, wenn es darum geht, dass man in Deutschland Flugzeuge registriert. Und zwar, man hat den Zugang bei Eurowings, den A320neo mit der Registrierung 9 Hotel, und jetzt geht's weiter, Echo November Bravo, quasi nicht in Deutschland. Ne? Und ihr seht ja, 9H ist nicht Deutschland, weil die sind ja normalerweise Alpha Echo November Alpha, Alpha Echo November Bravo, November Charlie und dann Foxtrot, Golf und so weiter. Und jetzt ist es aber so, dass das Flugzeug auf Malta registriert worden ist. Und der Grund dafür ist natürlich, dass man dort Umzug nach Malta der Eurowings helfen wird, die Komplexität für unsere Mitarbeiter an den verschiedenen Basen in Europa zu verringern und die wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen Maltas. Heißt also, obwohl man Gegenwind von der UFO bekommen hat, ist das halt so, dass die Lufthansa damit Geld spart. Ganz einfach.
Man kann damit halt dann wirklich die Flotten auch anders betreiben, hat eine andere Beredungsmöglichkeit. Und ihr seht, die machen das natürlich nicht, weil sie Menschenfreunde sind. Auch ist das ja so, dass bei den Freunden der Niki, also bei Lauda, glaube ich, die sind auch auf Malta registriert. Ne? Aber ihr könnt das ja unten schreiben, wenn ihr das genauer wisst. Und ich meine, es wäre Malta gewesen. Aber so sind die Zeichen der Zeit. Und ihr könnt ja auch sagen, ob es euch in irgendeiner Art und Weise interessiert, inwieweit ihr da maltesisch oder deutsch geflogen werdet. Von der Sicherheit her macht es ja keinen Unterschied. Habe übrigens noch eben die Frage vergessen zu dem Boeing 787 von Austrian. Freut ihr euch auf die 787 von Austrian, dass die endlich in der Jetztzeit angekommen sind und dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass man retro unterwegs ist mit der Boeing 767, ne? Also, und die 777s, da sollte man mal schauen. Jetzt haben wir noch ein Thema, wo mich hier eine Biene besucht. Aber sie hat entschieden, dass sie doch nicht hier reinkommt. Danke dafür, das wäre der Aufnahme. Oh doch, die ist doch reingekommen. Sag mal, ihr wart zwei Bienen. Unglaublich. Also, wenn ihr seht, ich schlage um mich, dann ist die Biene. Die ist hier jetzt hinter mir, hier genau vor mir. Ui, 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 ui. Aber ich konzentriere mich auf das nächste Thema, und zwar Eurowings. Die fliegen jetzt auch nach Dubai. Da sagt ihr, ja, Larsemann, das haben wir doch schon lange gewusst. Und das Dubai-Fieber ist bei denen ja auch schon lange ausgetreten. Dann sage ich, ja, aber nicht aus Köln-Bonn. Die fliegen jetzt auch aus Köln-Bonn nach Dubai. Coole Geschichte, mit Dubai sind man jetzt als neues Ziel. Und als man dann 2024 im Sommer ja die Slots nicht so bekommen hat, warum auch immer, aus irgendwelchen Gründen, ist es so, dass man jetzt ein Comeback im Winter feiert. Berlin sind geplant, Stuttgart. Viermal pro Woche wird man dann täglich von Berlin nach Dubai fliegen, Stuttgart dreimal statt zweimal. Also das heißt, dann hat da auch dann quasi eine Steigerung drin. Und dann sagt man, dass man wirklich auch nochmal weiterfliegt nach Jeddah und nach ab Berlin und auch ab Köln-Bonn. Also Köln-Bonn ist für sie interessant, 32 Business-Class-Plätze. Und es geht am 28. Oktober los. Die 320 Neo sind dafür natürlich ausgelegt und der Mittelsitzplatz bleibt natürlich klassisch frei. Es ist eine Europakabine, da wird also kein Fancy-Schmancy sein. Ist also nicht so wie bei Fly Dubai in den 737 Max, wo du vorne halt richtig schöne Sitze hast. Und man ist damit dann auch Konkurrenz von Emirates, aber auch von der Condor. Condor wollte ja Berlin-Dubai fliegen für die Emirates. Und dann fliegt man natürlich auch ab Köln-Bonn, das natürlich auch so ein bisschen Düsseldorf abzieht, eventuell. Aber ihr wisst ja, verbotene Stadt für einen Kölner, ne? Aber gut, ich sag mal so, Flughafen ist schon okay, wenn man den benutzt in Düsseldorf. Und ich bin mal gespannt, was Jens Bischoff sagt. Jens Bischoff hat nämlich ja auch gesagt, dass er mit der XLR liebäugelt, weil er noch weitere Ziele, also weiter im Sinne von weiter weg im Fokus hat. Und es würde mich freuen, wenn er da mal eine ordentliche Business Class einbaut. Und wenn das Ding jetzt Allegris heißen sollte oder wie auch immer bei Eurowings oder Euregris oder wie auch immer, wäre das natürlich nicht schlecht. Aber man möchte halt Asien, Afrika fliegen, die man mit der XLR oder auch mit der LR erreichen kann. Aber dann aber ordentliche Sitze einbauen, mein Freund. Ne? Okay? Gut. Ihr könnt auch schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr Köln-Bonn auch als Flughafen liebt. So, ich bin in Köln-Bonn gerne abgeflogen. 18:32, wir sind ja wirklich hier in viel Laune. Also, ich habe noch eine zweite Folge, die ich aufnehmen muss. Und, wir haben schon 1 Uhr, es geht hier los, du. Gleich auch wieder ein Call. Ich muss hier Gas geben, Gas geben, Gas geben. Also, Konzentration. Eine Gefahr, die wirklich unterschätzt wird bei Flugzeugen, das ist die Gefahr, wenn es um Schäden geht durch Hitze. Und zwar von Scheinwerfern. Wenn Filme gedreht werden oder irgendwelche Sachen gefilmt werden, wie zum Beispiel bei Emirates, ich glaube, da war der Flieger sogar 14 Tage mit Jennifer Aniston, war das Jennifer Aniston? In Los Angeles am Flughafen, damit sie jeden Tag filmen konnten. Und es muss halt jedes Mal, wenn gefilmt wird, wirklich Licht von außen kommen, weil es mit den Kameras sehr, sehr schwer ist. Und ihr seht das ja auch bei mir manchmal, dass ich Probleme mit der Beleuchtung habe, weil ich entweder kein externes Licht habe, was ich hier jetzt im Moment nicht habe, nicht so, wie ich es in meinem Studio hatte. Und das andere ist, dass ich halt wirklich dann beim Film auch viele Dinge machen möchte, um Motion Blur und den ganzen Quatsch dahin zu bekommen, damit es cinematisch aussieht. Und da ist es dann halt wirklich so,
dass man von außen Scheinwerfer dran nuckelt. Und bei dem einen Flieger, das war ja ein Airbus A320, war es so, oder 321, da ist ein Fenster rausgepoppt nach dem Start. Und zwar war das Titan Airways, das war ein 321 Neo. Zwei Fenster waren verschmort, also ein bisschen beschädigt. Und drei fehlten nach dem Flug ganz sogar. Also das heißt, es waren sogar mehr beschädigt. Und das Höhenleitwerk auf der linken Seite wurde halt beschädigt. Und die britische Flugunfallbehörde hat jetzt den Bericht veröffentlicht und hat halt gesagt, ja, da ist ein Problem. Und im Rahmen der Untersuchung wurde halt wirklich geguckt, dass man vier ähnliche Vorfälle hatte, als dass so etwas passiert ist. Ich weiß nicht, ob es bei den 380er von Airbus auch passiert ist, wo die in Los Angeles halt für Emirates gefilmt haben. Und in diesen vier Fällen wurde der Schaden festgestellt und repariert, bevor das Flugzeug dann geflogen ist. Aber es ist halt ein geringes Problembewusstsein. Und wenn man halt sich das anguckt, so ein Bild von so einem verschmorten, da ist es, von so einem verschmorten Fenster, dann sieht man schon, wie prekär so etwas sein kann. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, Freunde der gepflegten Gastfreundschaft, das ist ein Problem. Und wenn dann halt so Lampen drauf scheinen, auch bei einer 787 war das, die geben dann halt 127 Grad so ungefähr ab bei der Entfernung. Und das Acrylglas gibt dann einfach nach. Und ich denke mal, dass die EASA zu Recht reagiert hat und gesagt hat, dass man da ein Problem sieht. Airbus hat einfach nur repariert und hat da auch keine Hilfe gemacht, aber EASA hat auf das Problem hingewiesen. Und ich muss euch ehrlicherweise gestehen, ich hätte da jetzt auch nicht so drüber nachgedacht. Aber das Acrylglas wird wohl spröde durch die Hitze. Wer von euch ist Acrylglas-Fetischist und weiß das, was da genau passiert? Gerne zu in den Kommentaren, schreibt dazu und dann gehen wir darauf ein. Jetzt kommen wir auf das Thema Hidden Fees. Und Hidden Fees ist ein Thema, was mir persönlich auch immer wieder auf der Agenda brennt. Das ist wie bei den Hotels, diese Junk Fees heißt, also Destination Fees, Retort Fees, Whatever Fees. Also das sind dann halt immer Sachen, die einfach dazu dienen, um mehr Revenue zu machen. Und die Joe Biden Administration, schwieriges Wort, wollte in Form von Herrn Buttigieg dem Thema den Garaus machen. Und man hat jetzt auch gesagt, wir wollen das nicht mehr. Und jetzt haben American Airlines, Alaska Airlines, Delta, Hawaiian, JetBlue und United eine Lobbygroup, Airlines for America, das ist so wie Airlines for Europe, wollen Klage erheben dagegen. Die einzigen, die das nicht machen, das sind die Freunde von Southwest. Und der fünfte Circuit Court of Appeals in den Vereinigten Staaten ist so, dass man dort jetzt wirklich sagt, dass diese Surprise-Fees eigentlich okay sind, anscheinend. Hofft man. Ich weiß es nicht. Also ich bin da nicht so der Meinung, dass man, denke mal, dass man diese Junk-Fees nehmen kann, weil das ist eine halbe Milliarde ungefähr, die laut beiden Administrationen dafür Einnahmen sind. Ich kann das verstehen, dass die Fluggesellschaften da keinen Bock haben, aber interessant, also darauf zu verzichten. Interessanterweise war das, dass Doc Parker damals, als er US Airways CEO war, gesagt hat, er macht 40 Millionen US-Dollar nur an Gepäck. 40 Millionen Dollar nur an Gepäck. Ja? Das ist natürlich relativ krass. Und das ist einfach wirklich in meinen Augen schon gut. Aber Fluggesellschaften, warum wollen die das nicht sagen? Es ist ganz einfach. Ryanair oder wie andere Fluggesellschaften werden das wahrscheinlich auch nicht wollen, weil man dann sehen würde, was der Flug wirklich kostet. Also man würde dann wirklich sehen, welche Flüge subventioniert sind und so weiter und so fort. Und es würde natürlich auch dann uns die Handhabe geben, bei den Meilenflügen zu sehen, was kostet die wirklich. Also wenn man wirklich alles aufzählen müsste. Und das ist ja auch einmal diese Geschichte, dass man die Rückzahlung automatisiert machen muss, wenn der Flug ausfällt. Oder Kompensationszahlung. Also insofern finde ich es gut und ich finde es interessant, dass die Southwest da nicht in irgendeiner Art und Weise dagegen vorgeht. Also insofern, sie haben abgelehnt, in dieser Veranstaltung eine beteiligte Party zu werden. Und ich denke mal, dass das halt in Ordnung ist. Und was auch interessant ist, die Fluggesellschaft ist verpflichtet, dann jährliche Reports an das Department of Transportation zu schicken, und zwar um die nächsten 3 Jahre, wie viele Voucher sie ausgegeben haben in Bezug auf diese kontrollierbaren Verspätungen. Ja.
Also in Amerika geht's los. In Europa haben wir schon ein bisschen auch davon. Aber die Amerikaner überholen uns wieder, wo sie ein bisschen schlechter waren in meinen Augen. Aber auch da könnt ihr jetzt nochmal sagen, ob wir diese Hidden Fees in Europa angehen müssen. Und ich glaube, dass bei einem Meilenticket mal wirklich aufgeschrieben werden müsste, welche Meilen, also welche, was sind die echten Fees? Und nicht irgendeine Fantasie. Weil irgendwie 600 Euro zu bezahlen für irgendwas, das finde ich schon krass, was Meilen und Steuern angeht. Das ist schwierig in meinen Augen, wenn man das so sieht. Ja. Gut, letztes Thema, was wir haben hier um 25.18 und ich entschuldige mich schon für die Leute, die das Ganze auf Podcast hören. Es ist Bewegtbild bei mir leider, es ist nur die YouTube-Spur. Aber ich habe ein Video und zwar haben die hier die Kollegen von Como News, muss ich einen Ton anschalten, ich weiß gar nicht, warum der ausgegangen ist. Also auf jeden Fall die Leute, gut, Gott sei Dank habe ich es gemerkt. Also die Kollegen von Como News haben halt Bilder ausgegraben von der Delta Airlines, wo das Flugzeug anfing zu brennen. Man sieht das jetzt hier wie vorne am Bugrad, wenn, also bevor das Bugrad ist, wo das External Power angeschlossen wird, da Funkenflug und Feuer kommt. Und wie dann die im Cockpit reagieren, die Leute gehen da weg, der Ambulanzwagen kommt, aber es wird so eine verzögerte Reaktion gegeben, das Ding kokelt da so ein bisschen vor sich hin. Und das war letzten Montag auf dem Delta-Flug 604 und einige Passagiere haben die Jetbridge benutzt, um das zu verlassen, aber andere sind halt über den Flügel oder über die Notrutschen rausgegangen. Das Flugzeug war ein Jahr alt, hatte einen 6-Stunden-Flug von Cancun, als es in Seattle erreicht hatte. Und ihr seht jetzt gleich auch, wie hinten die hintere Tür aufgeht um die Rutsche raus. Aber es ist halt wirklich, wenn man ins Video reinguckt, 1:04 ist das Video alt, kokelt da jetzt so ein bisschen um 1 Minute rum schon vor sich hin. Also es ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Also die Evakuierung braucht 1:20, bevor sie überhaupt startet. Und das ist halt wirklich so, dass die Crew hinten die Türen geöffnet hat, weil das sind Crew-Operated Doors, die über den Überwings, das sind Türen von Passagieren, ihr wisst ja Exit Row, und die 189 Passagiere haben das Flugzeug verlassen und ich bin mal gespannt, was da so noch passiert. Jetzt geht hinten die Rutsche auf, dann gehen jetzt auch die zwei Overheads, Overwings gleich auf und dann seht ihr das, aber es passiert immer noch nichts, dass die Leute rausgehen. Ich denke mal, dass hier sich das auch wirklich gut macht, dass die bei den Freunden von Delta zwei zusätzliche Türen haben, als vorgeschrieben sind. Und ich denke mal, die Cabin Flex ist ähnlich wie bei der Boeing 737 MAX, dass sie einfach ja, nach oben klappen, was natürlich relativ cool ist. Und ihr seht, wie die Leute halt über die Wingen gehen und dann runterrutschen. Und das Ding ist vor sich hin da vorne noch immer so ein bisschen am Kokeln, während hinten noch nichts passiert. Ich finde es halt spannend. Also ich finde, dass die Evakuierung ja, vielleicht gar nicht auch stattfinden konnte, weil die Türen schon eventuell in Parkposition waren. Das heißt also, wenn man die Türen aufmacht, dass die Overwings dann gar nicht rausgehen. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, dass man da natürlich dem Piloten vielleicht ein bisschen auch Leash geben muss, weil halt da ehrlicherweise auch Checklisten abgearbeitet werden. Und dann, was ist auch noch das Thema? Viele Leute sind ja dann in dem Moment schon stehen im Gang mit Gepäck und so weiter. Also das heißt, es ist jetzt nicht alles so ganz so schlimm, wie ich das am Anfang sage, aber es ist schon erschreckend, dass da nicht mehr Griff passiert. Ich weiß nicht, seht ihr Leute, die dann von der Fläche wegrennen oder hinten aus der Tür nachher auch welche rauskommen, die hier Gepäck haben oder haben die hier vorbildlich gehandelt? Ich selber habe es jetzt nicht gesehen, dass da irgendwas rausgeholt worden ist oder rausgegangen ist. Aber es ist halt wirklich so, ich bin mal gespannt, dass die Anzahl der Passagiere natürlich auch da beigetragen hat. Das Feuer ist dann gelöscht worden. Und wie lange es auch dauert, bis die Feuerwehr ankommt, weil wir sind jetzt ungefähr im Video ja bei 3:50. Ist aber auch eigentlich okay, weil das Feuer vielleicht aus ist. Das kann auch sein. Aber da bin ich mal gespannt, was euer Takeaway ist und was ihr dazu sagt. Ich schaffe hier jetzt fast schon die 30 Minuten mit der heutigen Sendung. Also insofern
ist das so, dass wir hier an dieser Stelle ja eigentlich alles gesagt haben, ich gesagt habe. Und ich denke mal, dass wir das Video beenden können. Ich kann noch mal ein bisschen vorspulen. Hier seht ihr ein bisschen schneller, da, zack. Und schon bin ich wieder da. Was ist euer Take davon? Ist das etwas, wo ihr sagt, da muss man heulen? Oder ist das da etwas, wo ihr sagt, nee, das ist alles gut gelaufen? Zwar nicht ganz so wie bei den Japanern so kultiviert, will ich es nennen. Und denkt einfach dran, wie immer, die Fragen des Tages zu beantworten. Ich lese sie euch vor, dass ich keine vergesse. Was soll man mit Boeing machen? Freut ihr euch auf die Boeing 787 bei Austrian Airlines? Und sollten auch in Deutschland die Hidden Fees bekämpft werden aus eurer Sicht? Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Frage des Tages zu beantworten. Kanalmitgliedschaft, Stammtisch. Ich freue mich. Also, bis dann. Ich mache jetzt die zweite Sendung. Alle, die abonniert haben, sehen die Sendung heute. Alle anderen sehen es morgen. Also, bis dann. Ciao, ciao und Abspann für euch. Thank you.